Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Auch in dem heutigen Fall geht es wie fast immer um einen Cold Case. Zuerst ging es um einen vermissten Fall, später dann um einen Tötungsdelikt. Opfer war die damals 38-jährige Nicole Stint aus Stur bei Bremen. Sie verschwand am 18. August 2009. Ihre sterblichen Überreste wurden am 24. Mai 2010 gefunden. Dargestellt wurde der Fall in der Aktenzeichen Y-Sendung vom 8.12.2010. In der Anmoderation beschreibt Rudi Zerne die Situation von Nicole Stint wie folgt. Sie hatte ein Leben am Rande der Verzweiflung. Nicole lebte seit 3 Jahren, also seit 2006, in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung in Stur in der Blockener Straße 15. Stur liegt südlich von Bremen. Vorher wohnte sie im Haus ihrer Großeltern, bei denen sie aufgewachsen ist. Ihren Großvater pflegte sie bis zu dessen Tod im Jahr 2006. Also ich beziehe mich erst einmal wieder auf die Darstellung bei Aktenzeichen Y. Heute ist sie arbeitslos und lebt sehr zurückgezogen. Den Kontakt zur Außenwelt hält sie über das Internet. Sie ist täglich im Chat einer Partnerbörse aktiv. In der Aktenzeichen Y-Darstellung wird es so gezeigt, dass sie im Prinzip nach dem Aufwachen schon dort aktiv ist. Und sie ist bei Friendscout24, das ist die Partnerbörse, unter dem Pseudonym Julchen71 angemeldet. Weiterhin hat Nicole noch 2 Hunde. Eine Schäferhündin mit dem Namen Lana, mit der sie regelmäßig auf einen Hundetrainingsplatz mit dem Namen Bassumer Hundetreff geht. Und sie hat noch einen Doggenmischling, dessen Name wird aber nirgendwo erwähnt. In der Aktenzeichen Y-Sendung wurde es ein bisschen so dargestellt, als wenn Nicole wohl ein bisschen Kontakt zu der Betreiberin des Hundetreffs hatte. In einem Artikel sieht das dann aber wieder ein bisschen anders aus. Und zwar, wurde diese über Nicole gefragt und diese sagte, sie hat bei uns Agility gemacht, einen Erziehungskurs und das war's. Was für ein Mensch Nicole Stinten war. Ob sie nett war, fröhlich vielleicht, sagte die Betreiberin, sie war halt eine Kundin im Hundetreff. Ich kann es nicht sagen, aber ihre Hunde, die hat sie schon geliebt. Und das war so eine Info aus dem Visa-Kurier, um da eben ein bisschen mehr über Nicoles Persönlichkeit zu erfahren. Nicole hatte einige gesundheitliche Probleme. Sie litt an Epilepsie, hatte ein Wirbelsäulenimplantat und einen seltenen Geburtsfehler, über den sie am liebsten mit niemandem sprach. Denn sie hatte von Geburt an einen Spalt in der Bauchdecke, durch den Gedärme herausquellen konnten. Weiterhin war auch ihre Lunge nicht richtig ausgebildet, da das Herz am falschen Platz saß. Die 38-Jährige hatte schon viele Operationen hinter sich. Laut der Darstellung bei Aktenzeichen Y hatte Nicole geplant, sich im Juli operieren zu lassen. Und zwar ging es um diesen Spalt in der Bauchdecke, dass man dann nach der Operation nur noch eine Narbe sieht. Und das alles machte ihr schwer zu schaffen. Deswegen kämpfte sie auch schon seit längerem mit Freitodgedanken und war aus diesem Grund auch in psychotherapeutischer Behandlung. Nicole hatte ein weiteres Problem. Sie hatte kein reguläres Einkommen. Sie lebte zu der Zeit von einer Erbschaft, wegen der es aber familiäre Schwierigkeiten bzw. Streitigkeiten gab. Denn die Verwandtschaft bestand auf den Pflichtteil des Erbes, aber Nicole konnte diesen nicht mehr bezahlen. Aus diesem Grund sollte am 19.08.2009 ihr Auto, ein grauer Toyota Corolla Kombi, mit dem Kennzeichen DH, also Dora Heinrich, Trennung LB, Ludwig Bertha, 167 gepfändet werden. Am
Am Tag zuvor, also dem 18.08.2009, ist sie wieder mit ihrer Hündin Lana auf dem Hundetrainingsplatz in Bassum. Dort erzählt sie dann, ich vermute mal, dass es die Betreiberin ist, in der Darstellung, dass sie heute noch ein Date hat. Und Zeugen bestätigen dann später, dass Nicole den Hundeplatz an diesem Abend um 20.15 Uhr verlassen hat. Am nächsten Tag bemerkt dann ein Nachbar, dass ein Hund in Nicoles Wohnung dauernd bellt. Als er mehrfach klopft und klingelt, Nicole aber nicht reagiert, übernimmt er weitere Schritte und informiert die Polizei, die dann die Wohnung öffnet. Aber in der Wohnung ist niemand außer dem Hund. Der Nachbar sagt der Polizei, dass etwas passiert sein muss, da Nicole ihre Hunde nie den ganzen Tag alleine lassen würde. Und außerdem fehlte die zweite Hündin, Lana, mit dem sie am Tag zuvor auf dem Hundeplatz war. In der Darstellung ist nicht ganz klar, ob dieser Nachbar eventuell auch der Vermieter ist, denn der Vermieter stellte dann laut der Darstellung die Vermisstenanzeige. Am nächsten Tag wird dann im 30 Kilometer entfernten Döttlingen die Hündin Lana gefunden. Dabei hat die Hündin die leere Bauchtasche von Nicole Stinn vor sich liegen. Lana wirkt vollkommen entspannt, als sie gefunden wird. Etwa 40 Kilometer entfernt am Bauham Hauptbahnhof wird das Auto dann von Nicole gefunden. Es steht im Halteverbot. Die Polizei ermittelt daraufhin in alle Richtungen. Unter anderem auch, ob Nicole eventuell vor ihren Problemen davongelaufen sein könnte oder eventuell den Freitod gewählt hat. Aber die Polizei kommt nicht weiter. Am Montag, dem 24. Mai 2010, in einem Waldstück bei Groß Ippena, werden die sterblichen Überreste von Nicole Stint gefunden. Die Leiche war ca. 85 cm tief vergraben. Und bis auf die Kleidungsstücke ist sie fast vollständig verwest. Die persönlichen Gegenstände fehlen. Deswegen hat die Polizei zunächst auch Probleme, die sterblichen Überreste zu identifizieren. Nicole kann nur über die Seriennummer eines Wirbelsäulenimplantats identifiziert werden. Bei weiteren Untersuchungen wird festgestellt, dass sie bereits kurz nach ihrem Verschwinden, wahrscheinlich noch am gleichen Abend oder in der gleichen Nacht, getötet wurde. In der Nachbesprechung des Falls geht der Kommissar noch einmal auf das soziale Leben von Nicole ein. Sie hatte insgesamt wenig Freunde und davon geht die Polizei aus, dass sie sich auch mit Männern an einsamen Plätzen getroffen hat, die sie online kennengelernt hat. Nachdem der Computer von Nicole ausgewertet worden war, konnte ermittelt werden, dass sie auf der Kontaktbörse FriendScout24 aktiv war und dort zu mindestens 95 Männern einen Kontakt aufgebaut hat. Von diesen Männern haben sie dann auch einige zu Hause besucht. Aber nicht alle Nicknames, zu denen Nicole Kontakt hatte, konnten den Personen zugeordnet werden. Bezüglich der Grube, in der Nicole vergraben wurde, die Maße waren 85 cm tief und 170 cm lang, merkte der Kommissar an, dass eine einzelne Person für das Ausheben in diesem Boden ca. 2 Stunden benötigt. Der Fundort der Hündin Lana war 25 Kilometer entfernt vom Leichenfundort. Der Kommissar geht davon aus, dass der Hund vom Täter dort abgesetzt wurde. Dies begründet der Kommissar damit, dass Lana nicht müde oder ausgepowert war. Er ist der Meinung, dass sie so weit ausgesetzt wurde, damit sie nicht das Grab aufsucht und dieses aufbuddelt. Weiterhin gibt der Kommissar zu Lana an, dass diese sich eigentlich gegenüber Männern aggressiv verhält und fragt deswegen, ob in der Zeit eventuell jemand mit einer Bisswunde aufgefallen ist. Laut einem Artikel vom Weserkurier vom 5. Juni 2010 gibt es noch ein paar weitere Informationen zu Nicole. Sie hat wohl eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht, aber ob sie den Job jemals ausgeübt hat oder wegen ihrer Rückenprobleme damit aufhörte, ist nicht bekannt. In dem Artikel erfährt man dann auch,
dass die Eigentümerin der Wohnung vom Bellen des Doggenmischlings alarmiert wurde und es kein Vermieter war. Die Schäferhündin Lana wurde am Traerweg zwischen Döttlingen und Nährstedt gefunden. Der genaue Abstellort des Toyota war am Breiten Weg in Bremen in der Nähe des Bahnhofs. Er wurde, weil er im Parkverbot stand, dann abgeschleppt. Das Fahrzeug war beim Auffinden verschlossen. Im Fahrzeug selber lagen eine Hundedecke und die üblichen Utensilien. Es wurden DNA-Spuren gesichert, die dann ausgewertet werden sollten. Auch zu ihrer finanziellen Situation gibt es in diesem Artikel weitere Informationen. Nicole hatte ein Haus geerbt, dieses verkauft und sich davon dann den neuen Toyota gekauft. Das macht dann auch Sinn, dass der Toyota gefunden werden soll, wenn man das in diesem Zusammenhang liest. Und in dem Artikel ist dann noch Folgendes zur Auffindesituation vermerkt. Sie wurde in Rückenlage beerdigt. Man könnte fast meinen aufgebahrt, sagte der Kommissar. Dies lasse Rückschlüsse auf eine gewisse emotionale Bindung zu, zwischen ihr und dem Täter. Dann kommen wir zu einem weiteren Artikel, und zwar zu einem Artikel wieder aus dem Weser-Kurier vom 18. August 2010. Dort sagte der damalige Leiter der Mordkommission zur Auffindesituation von Nicole, Nicole sei schlicht verscharrt worden. Es hat sich jedenfalls jemand Mühe gemacht, damit sie nicht gefunden wird, sagte er. Was die Täter-Opfer-Beziehung betrifft, wäre ich vorsichtig, da etwas reinzuinterpretieren. Aber es gibt auch Fakten, die bislang nicht richtig dargestellt wurden. Nicole Stint war gelernte Arzthelferin und bislang hat es geheißen, sie sei Krankenschwester. Wo sie ausgebildet wurde, sei unbekannt. Zuletzt war sie ohne Job und bezog Arbeitslosengeld 2. In Aktenzeichen Y wurde ja gesagt, dass sie von dem Erbe lebt, also dass es wohl eine große Summe Geld sein muss, von der sie dann jeden Monat etwas abzweigt, um damit leben zu können. Aber sie bezog tatsächlich Arbeitslosengeld 2, also Hartz IV. Von dem Erbe hat sie sich dann tatsächlich nur das Auto gekauft. Die Vermögensermittlung des Opfers, so sagte der Leiter der Mordkommission, habe ergeben, dass aus der Erbschaft noch ein erheblicher Geldbetrag in der Wohnung von Nicole Stint hätte liegen müssen. Seit klar ist, dass das Geld fehle, halten die Beamten auch einen Raubmord für denkbar. Die Verbindungsdaten von Nicoles Mobiltelefon hatte der Handyprovider pflichtgemäß nach einem halben Jahr gelöscht. Nicole wurde aber erst nach 9 Monaten gefunden und bis dahin gab es keine Ermittlung. Im realen Leben galt Nicole als Einzelgängerin. Sie ist zwar mit vielen Leuten zusammengekommen, hatte aber keine engen Kontakte, so ich mal. Nicole sah als Kind durch organische Fehlbildung gehandicapt gewesen. Sie wuchs bei ihren Großeltern in Stur-Varel auf und pflegte ihren Großvater bis zu dessen Tod im Jahr 2006. Dann sei sie nach Stur gezogen. Der Kontakt zur Familie, die in der Gemeinde und im Oldenburger Land lebte, sei wegen eines Erbschaftsstreits abgebrochen. Die Auseinandersetzungen seien so weit gegangen, dass Angehörige einen Zwangsvollstreckungstermin erwirken, um Nicole Stints Wagen finden zu lassen. Die Summe, die da anstand, hätte Nicole eigentlich zahlen können, sagte der Leiter der Mordkommission. Und zur Begegnung mit dem Gerichtsvollzieher, der am nächsten Tag geplant war, kam es nicht mehr. Das Fahrzeug von Nicole wurde später nach der kriminaltechnischen Untersuchung versteigert. 2012 wurde die Mordkommission zu dem Fall aufgelöst, da etliche Verdächtige befragt wurden, aber ohne Ergebnis und der Fall insgesamt ausermittelt war. Im Jahr 2018 wurden die Ermittlungen wieder aufgenommen und in der Aktenzeichen-Y-Sendung vom 25. Juli 2018 war der Fall dann wieder präsent. Durch technische Weiterentwicklungen stehen der Polizei 6 Jahre später
neue Auswertungsprogramme zur Verfügung. Mithilfe dieser Programme konnten aus den etwa 90 Kontakten, also den Chatkontakten der Partnerbörse FriendScout24, ergänzende Informationen zu dem Pseudonym ermittelt werden, mit denen Nicole in einem engeren persönlichen Kontakt stand. Und zwar handelte es sich da um die Pseudonyme FindMich44, der unterstrich Wolfgang, Thomas 26689, Chimi unterstrich 08, Sexprotz, Schnucki 44, Cosmo 2000, I unterstrich Binz unterstrich wieder und Bommi 65. Auch dies schien bisher nicht zum Erfolg geführt zu haben. Bei diesem Fall gibt es zwei Komponenten, so ist meine Meinung, in denen der Täter zu vermuten ist. Einmal die Chatgeschichten und die daraus resultierenden Blind Dates. Laut der Darstellung bei Aktenzeichen Y soll sie am Abend ihres Verschwindens noch ein Date gehabt haben. So erzählte sie es zumindest auf dem Hundeplatz. Weiterhin das Thema Gelderbe und sie machte wohl kein Geheimnis darauf, dass sie Geld zu Hause aufbewahrt und auch, dass sie geerbt hatte, war einigen Menschen bekannt. Was insgesamt in der gesamten Falldarstellung ein bisschen untergegangen ist, ist diese Fendungsaktion mit dem Auto. Ich versuche das hier nochmal darzustellen. Sie hatte das Haus ihrer Großeltern geerbt und dies verkauft. Davon kaufte sie den Toyota. Sie muss aber noch weiteres Geld zu Hause aufbewahrt haben. Es gab dann familieninterne Streitigkeiten wegen des Erbes und dem auszuzahlenden Pflichtteil. Aus diesem Grund soll ein Tag nach ihrem Verschwinden der Wagen gefunden werden. Der Betrag, der von ihr erwartet wurde und weswegen der Wagen gefunden werden soll, war aber nicht so sonderlich hoch, denn sie hätte das Geld, also diesen Betrag, noch von dem vorhandenen Geld aus dem Hausverkauf bezahlen können. Ganz nebenbei wurde nämlich in diesem Zusammenhang von dem Kommissar in der Aktenzeichen Y in der Nachbesprechung erwähnt, dass Nicole vermutlich vor der geplanten Abholung des Wagens am 19. August 2009, also da sollte der Wagen abgeholt werden, versucht hat, diesen zu verkaufen und nach eventuellen Kaufinteressenten gefahndet werden. Also wenn wir davon nochmal ausgehen. Das heißt ja irgendwie, dass die Familie nicht weiß, wie viel Geld Nicole in etwa für dieses Haus bekommen hat. Die wollen wirklich nur laut der Darstellung diesen Wagen fänden lassen und das Geld, was sie von dieser Fändung oder von dem Verkauf dieses Fahrzeugs bekommen, als ihr Pflichtteil haben. Das hat mir ja auch irgendwo jetzt nicht so ganz eingeläutet, weil das ist, lass mal, keine Ahnung, wie alt der Wagen jetzt ist, kriegst du vielleicht, sagen wir mal, 20.000 Euro dafür. Also ich meine, dass das vielleicht nur erst einmal ein Ansatz war, um an den Pflichtteil zu kommen, zumindest einen kleinen Teil des Pflichtteils von der Familie zu bekommen. Es ist jetzt auch nirgendwo vermerkt, wie viel Personen da noch in der Familie waren, wie viele Geschwister oder welche Personen es ansonsten waren, die noch Anspruch auf diesen Pflichtteil gelegt haben. Und dann wurde ja nach der Durchsuchung der Wohnung festgestellt, dass eigentlich noch Geld aus dem Erbe vorhanden sein müsste, aber sich dies nicht mehr in der Wohnung befand. Wenn ich mir das Ganze so anschaue, hege ich massive Zweifel daran, dass irgendeiner von den Internetbekanntschaften etwas mit diesem Tod zu tun hat. Sie versuchte, ein Auto, welches gefändet werden soll, zu verkaufen, um eventuell berechtigte Forderungen zu umgehen. Vielleicht hat dies jemand, der diese berechtigten Forderungen hatte, schon geahnt und entsprechend im Internet nach solchen Angeboten geforscht oder etwas darüber gehört und sich oder eine andere ihm nahestehende Person als interessierten Käufer angegeben und damit versucht zu vermeiden, dass Nicole dieses Fahrzeug verkaufen kann und ist dabei mit Nicole aneinander geraten.
Vielleicht sollte der Besichtigungstermin des Fahrzeugs an Nicoles Wohnung stattfinden, dass sie dorthin gefahren ist, nachdem sie auf dem Hundeplatz war. Und vielleicht war es tatsächlich dann jemand aus dem Umfeld der Familie. Und man hat Nicole zur Rede gestellt, warum sie das Fahrzeug, welches morgen gepfändet werden soll, denn jetzt versucht zu verkaufen. Vielleicht hat sich dieser Streit dann in die Wohnung weiter verlagert. Und es kam dort zu dem Tötungsdelikt. Vielleicht war es auch nur Totschlag. Da passierte in Folge einer Streiterei oder ähnliches. Und derjenige, der dann in der Wohnung war, sich die Wohnung nochmal ein bisschen genauer angeschaut hat und dann das Geld gefunden hat. Oder Nicole im Zuge dieser Streitereien dann gesagt hat, dass sie noch Geld hat und es gezeigt hat. Vielleicht war es ja auch sogar so, dass Nicole, man kennt ihren Charakter jetzt nicht, wie sie ist oder wie sie war, vielleicht sogar denjenigen noch verhöhnt hat. Und derjenige dann deswegen ausgerastet ist. Sie ihm noch gesagt hat, sie hat genug Geld. Und da würden sie nie rankommen. Eventuell kennt diese Person auch die Hündin Lana. Und Lana ist deswegen zahm geblieben. Die Frage ist natürlich auch, was ist in der Zeit des Verschwindens von Nicole bis zum Auffinden ihrer sterblichen Überreste mit ihrer Wohnung passiert? Hatte diese weiterhin so Bestand oder wurde der Hausstand aufgelöst und wieder vermietet? Wurde davor nach Spuren gesucht, die auf ein Verbrechen deuten können? Also zum Beispiel DNA-Spuren. Also ich bin der Meinung, es gibt sehr viele offene Fragen zu diesem Fall, wenn man ihn sehr genau anschaut. Natürlich besteht immer noch die Möglichkeit, dass einer dieser Chatbekanntschaften dementsprechend der Täter war. Aber das wäre dann ein sehr großer Zufall. Es gibt die Erbstreitigkeiten. Am nächsten Tag soll der Wagen gepfändet werden. Sie bewahrt Geld aus dem Erbe zu Hause auf und an diesem Abend verschwindet sie dann, wird sie getötet und das Geld ist weg. Das sieht mir schon ganz danach aus, als wenn jemand da Bescheid wusste. Und einer Chatbekanntschaft wird sie mit Sicherheit nicht gesagt haben, dass sie Geld zu Hause aufbewahrt. Auf jeden Fall nicht in dieser Höhe. Und wenn in der Aktenzeichen Y-Sendung von einem Rendezvous an diesem Abend gesprochen wurde, sofern dies überhaupt so stattgefunden hat, was ich stark bezweifle, dann kann es sich auch um eine andere Art von Treffen gehandelt haben. Bezüglich des Todeszeitpunkts, ich glaube, das hatte ich aber schon erwähnt, geht man auch von dem 18. August aus, also von dem Abend ihres Verschwindens. Und dann meine Einschätzung nochmal zu Nicole. Vielleicht war Nicole auch nicht ganz ohne, nachdem sie sich so ein bisschen an den Rand der Gesellschaft gedrückt fühlte. Wollte sie vielleicht einfach an diesem Geld festhalten, weil sie es wahrscheinlich als den Lohn für die Pflege an ihrem Großvater betrachtete und dies sich nicht wegnehmen lassen wollte von anderen Familienmitgliedern. Das Geld aus dem Erbe, also aus dem Hausverkauf abzüglich des Autos, musste sie mit Sicherheit bar zu Hause aufbewahren. Denn hätte sie es auf die Bank gebracht, hätte sie kein Hartz IV mehr bekommen. So, das war dann mal meine Darstellung des Falls und meine Spekulation dazu. Also wie schon gesagt, ich tippe ganz klar, dass es da eine familiäre Geschichte war, dass es auf jeden Fall ein Bekannter war und nicht jemand aus dem Chatbereich. Nichtsdestotrotz macht es absolut Sinn, dass die Polizei weiterhin an dieser Geschichte dran geblieben ist und noch versucht hat, dort weitere Personen herauszufinden. Denn einmal ist es ja nun so, dass dementsprechend zwischen Nicole und einer dieser Personen vielleicht auch eine intensivere Beziehung bestanden haben könnte, in der Nicole dann ein bisschen mehr über sich erzählt und so die Polizei vielleicht auch ein bisschen mehr über diese Situation mit dem Geld herausfindet. Und des Weiteren ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber vielleicht hat sich auch jemand aus dem Bekannten- bzw. aus dem Familienkreis, die dort Geld erwarteten,
sich dort auch, sag ich mal, herumgetrieben und dann auf diesem Weg versucht, Kontakt zu Nicole zu bekommen und ihr vielleicht einige Sachen zu entlocken. Man weiß ja nie. Ich meine, ich weiß, ich spekuliere manchmal ein bisschen weiter hergeholt, aber wir haben ja schon einige sehr interessante Fälle mit sehr interessanten Lösungen gesehen. Gut, dann dürft ihr euch jetzt mal in den Kommentaren austoben mit den Gedanken und den Meinungen zu dem Fall. Was denkt ihr, was da passiert ist? Vielleicht kommt ihr ja auch mal wieder aus der Nähe und irgendjemand hat weitere Informationen. Vielleicht kannte ihr jemand Nicole. Wäre schön, wenn ihr das dann einmal in den Kommentaren vermerkt. Ansonsten dürft ihr mir auch immer gerne eine E-Mail schreiben. Ja, ansonsten sage ich erstmal wieder Danke, dass ihr mir zugehört oder zugeschaut habt, je nachdem, wie ihr den Content dann immer konsumiert. Passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal und tschüss.